Hi und willkommen beim ersten Hackathon von AI-UI. Wir befinden uns hier im Menard Lab und versuchen in den nächsten zwei Tagen interessante Probleme zu lösen, Aufgaben, die uns Unternehmen gegeben haben und haben natürlich auch versucht, Studierende zu gewinnen, die diese Aufgaben mit uns zusammen lösen. Zum Beispiel die Erkennung von transparenten Bauteilen, ja, um diese dann zusammen zu verpressen. Des Weiteren haben wir Aufgaben mit einem Roboter Holzbretter zu verarbeiten. Das heißt, wir müssen die erstmal kennen, ja, die Outline. Das werden wir hier versuchen zu lösen. Und wir haben natürlich noch andere Use Cases von unseren Partnern, die eben nichts mit Bilderkennung zu tun haben, die wir versuchen, nächsten Tage zu lösen. Also schauen wir mal, was geht. In den nächsten Minuten werden sich die Unternehmen vorstellen und deren Probleme. Und dann schauen wir mal, was wir so hinkriegen. Leute haben schon viel gelernt. Das ist ganz lustig für alle, hier mal einen Einblick zu kriegen. Und wir kommen auch wirklich so gut voran, dass ich sage, ich denke, morgen haben wir einen Großteil der Probleme gelöst. Aber das werden wir erst morgen sehen. Bisher sind wir aber sehr positiv gestimmt. Zwei Tage Hackathon sind jetzt endlich hinter uns. Wir haben von den ganzen Problemen, die wir bekommen haben, alle gelöst, einige besser als andere. Die ganzen Leute, die hier waren, haben viel gelernt. Das Feedback war echt klasse, auch über unsere Software. Wir haben viel gelernt, was User noch brauchen, was noch nicht geht. Und nach zwei Tagen bin ich endlich froh, den Laptop auch zuzuklappen und endlich ins Wochenende zu gehen. Heute ist offiziell Notfallalarm. Probewarnung, bundesweiter Warntag.